Im Lauf der Geschichte war nur wenigen die Macht beschieden, das Schicksal ihrer Zeitgenossen zu bestimmen. Stammeshäuptlinge und mächtige Schamanen, Admirale und Kapitäne, Generäle und Staatsmänner, Krieger und Tyrannen, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu meinem neuen Let's Play Samstagsprojekt hier. Und zwar Empire Earth, Leute. Och Gott, ja, was freue ich mich auf diesen Titel, wirklich. Ein wunderbares altes Strategiespiel aus dem Jahr 2001. Das hat mit so meine Kindheit geprägt, das Game. Richtig cool. Ja, worum es hier geht, wir wachen alle Zeitalter durch im Laufe der Kampagne. Und ja. Genau, also wir fangen quasi in der Steinzeit an, mausern uns langsam durch die Antike, durchs Mittelalter, durch die Industriezeit, dann durch die Weltkriegszeit, durch die Moderne und in die Zukunft schließlich am Ende. Und ja, meine Güte, also Empire Earth, ich habe schon lange gebraucht, damit ich es zum Laufen bekommen habe, noch auf Windows 10, aber es hat letztendlich geklappt. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch, dass ich das jetzt hier als kleines Samstagsprojekt mache. Vorerst 45 Minuten, die Folge, weil die Wochenprojekte sind halt beide besetzt momentan von Parasite Eve 2 und Spore. Deshalb jetzt hier für alle Strategiefans, ich lasse euch nicht im Stich, kommt samstags dann noch die Folge. Hm? Gut, okay Leute, würde ich mal sagen, bevor wir jetzt hier noch lange rumlabern. Spielername mache ich natürlich hier Sebi, ne, klar. Und ja, dann würde ich sagen, ich mache hier die Kampagne mit euch, Leute. Wir haben jetzt hier vier Kampagnen. Griechische Kampagne, englische Kampagne, deutsche Kampagne tatsächlich. Das ist eine Weltkriegskampagne. Und hier die russische Kampagne, die spielt in Zukunft. Die englische spielt im Mittelalter und die griechische ganz am Anfang, Leute. Ich würde sagen, wir fangen auch ganz am Anfang an, also mit der Griechen-Kampagne. Gut, Leute, dann lese ich mal kurz die Beschreibung. Dann lese ich euch mal kurz die Beschreibung vor. Die Zivilisation des antiken Griechenland war eigentlich eine Gesellschaft, die sich aus verschiedenen Völkern und Kulturen zusammensetzte. Gemeinsam trugen sie zum demokratischen, künstlerischen und philosophischen Erbe Griechenlands bei, das andere Nationen noch heute beeinflusst. Übernehmen sie die Leitung des antiken Griechenland, erringen sie die Herrschaft über den Mittelmeerraum und legen sie den Grundstein für die zukünftigen westlichen Zivilisationen. Genau, Leute, würde ich sagen. Jo, fangen wir mal an. Das wird so spannend jetzt, Leute. Das frühe hellenische Volk. Die Zivilisation des antiken Griechenland war eigentlich eine Gesellschaft, die sich aus verschiedenen Völkern und Kulturen zusammensetzte. Gemeinsam trugen sie zum demokratischen, künstlerischen und philosophischen Erbe Griechenlands bei. Ja gut, das habe ich, glaube ich, gerade schon vorgelesen. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt. Du liest hier was vor, glaube ich, ne? Ein kalter Wind wehte von den Bergen Anatoliens. Im Vorgebirge betrachtete der junge Stammesführer Herakles die letzten Bewohner seines sterbenden Dorfes.
Trotz ihres Mutes wirkten sie erschöpft, müde. Er wusste, hier würden sie keinen bitterkalten Winter mehr überstehen. Aber wohin sollten sie gehen? Den Göttern sei Dank. Kalkas, der Seher des Dorfes, hatte die Antwort. Darum hatte er sein Volk heute versammelt. In einem Traum war Kalkas offenbart worden, wie man das Westmeer überquerte. Er glaubte, das anatolische Volk könnte über das Wasser ein Land namens Thessalien erreichen und gedeihen. Jetzt musste Kalkas seine Weisheit kundtun. Und hier beginnt die legendäre Geschichte der Griechen. Genau, Leute, so sieht's aus. Also wir sind jetzt hier noch ein Inselvolk und wir gehen dann quasi jetzt auf die erste, aufs griechische Festland, glaube ich, ist das, ne? Wo war es denn? Hier war Thessalien, genau. Das ist, glaube ich, hier bei Thessaloniki kann es, glaube ich, sein, ne? Genau, da haben wir jetzt hier schon unsere ersten Missionsziele. Befolgen Sie Herakles und Kalkas Rat, um erfolgreich von Anatolien nach Thessalien zu reisen. Herakles und Kalkas müssen überleben. Was haben wir hier? Tipps? Ja gut, die Tipps, die werde ich nicht vorlesen. Geschichte? Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, Geschichte lasse ich kurz da. Für Leute, die es lesen wollen, können kurz pausieren. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Aber ist auf jeden Fall spannend. Also, ja, hier haben wir noch eine Weltkarte. Genau, wir sind hier und müssen jetzt hier nach Thessalien reisen. Genau, so sieht's aus. Anatolien ist, glaube ich, in der Türkei, oder? Ja, gut, okay. Einführung. Video nochmal ganz kurz, aber könnten wir, aber... Nö, Leute, ich würde sagen, gehen wir direkt mal in die Mission rein. So, genau. So sieht der Ladescreen aus. Ja... Da sind wir in einer schöne Spielengine-Cutscene. Richtig gut. Liebe Freunde, ich habe euch hergebeten, damit ihr die Worte des weisen Hohepriesters Kalkas hört. In einer Vision sah er ein Land, in dem uns ein besseres Leben erwartet. Hört mich an. Wir müssen zum feindlichen Dorf Troas im Westen ziehen. Dort stehlen wir das Geheimnis, wie man über tiefes Wasser reist. Bringt mich an ihr Dock und ich stehle es für uns. Die Zeit der Wanderung ist gekommen. Bleiben wir hier, ist es unser sicheres Ende. Genau, Kalkas, und du siehst doch mal mega, mega interessant aus. So ganz ehrlich, wie so ein Obermacker. Naja, gut, Leute. Ja, wir haben es gehört. Wir müssen das Geheimnis klauen, quasi, wie man über Wasser reist. Jawohl, Leute. Und wir sind da. Wir sind in der Vorzeit. Kann ich euch mal so ein bisschen hier erklären, was es hier mit auf sich hat. Also hier sehen wir hier unsere Menschen. Hier unten, ne? Die können natürlich noch nicht reden. Aber Essen müssen sie erstmal sammeln. Genau. Erst Essen sammeln. Holz sammeln. Also ich glaube, es könnte den einen oder anderen... Genau, diese Sounds, ey. Es könnte den einen oder anderen ein bisschen an Age of Empires erinnern, hier diese Spielgrafik und so. Und guckt, schaut euch das mal an, wir können hier reinzoomen, das ist so cool, Leute. Wir können denen beim Arbeiten zugucken, ist das nicht toll? Und ja, das ist Empire Earth, wie gesagt, also ich glaube, das kennt ihr, das Spiel, das kennt, glaube ich, fast jeder, der es mal als Kind probiert hat. Und ja, ich finde das so geil, wie die Frauen hier einfach so machen. Und die Leute, die sagen was, also die Herren. Finde ich schon sehr interessant. So, hier haben wir den Kalkas. Meine ich zumindest, oder? Nee, Herakles und hier Kalkas. Doch, die beiden müssen überleben. Ja, erstmal so ein bisschen erklären. Also hier sehen wir die Fähigkeiten von den ganzen Einheiten. Zum Beispiel hier die Bürger, die haben 5 Angriff nur. 2 Reichweite. 10 Geschwindigkeitspunkte und hier können die halt Sachen transportieren und hier stehen die Lebenspunkte. Und wenn wir jetzt hier den Herakles nehmen, das sieht schon ein bisschen anders aus hier. 14 Angriff, 12 Bewegung, Energie auf Maximum. Genau, die können hier noch so... ja, so Zauber generieren und genau, Leute, das hier ist unser Hauptgebäude, die Siedlung, also das Stadtzentrum, und wenn wir jetzt hier auf dieses Männchen hier drücken, produzieren wir ein paar Bürger, Leute.
Genau, in diesem Spiel brauchen wir Bürger, um uns hier verschiedene Ressourcen zu sammeln. Das war hier einmal Nahrung. Sehen wir, hier wird gejagt. Na, hier wird ein bisschen Kannibalismus betrieben hier. Und ja, Holz wird ein bisschen gehackt, brauchen wir auch für Gebäude. Steine brauchen wir für Gebäude, Gold und Kupfer. So, jede Zivilisation. Ah, was ist das denn hier? Einführung. So, okay. Nee, komm. genau. Jede Zivilisation hat auch hier ein Einheitenlimit. Also quasi, wir können nicht unbegrenzt Einheiten bauen. So, genau, Leute. Wir können Gebäude bauen. Das machen wir mit den Bürgern, die wir jetzt hier gerade ausgebildet haben. Können wir jetzt hier die Gebäude bauen. Schaut mal, wir können eine neue Siedlung bauen. Ein Häuschen. Was wir aber noch nicht brauchen. Und wir können hier eine Kaserne für Militäreinheiten bauen. Würde ich sagen, machen wir das doch mal direkt. So, dann können wir das, können wir die Kaserne doch direkt mal hier hinpacken. Also. Ja, genau. Also, du kannst mal helfen, los. Der Mann lässt die Frauen arbeiten. Ja, das ist schon klar, Leute. Wirklich. Schau dich das mal. Die bauen Gebäude mit dem Stein. Ja gut, aber es ist halt die Vorzeit, ne? Was will man da machen? Gut, Leute. Ja, wie gesagt, ich hoffe, man kann es soweit erkennen. Ich habe das mit der Auflösung hier ein bisschen angepasst. Weil das war zu klein, Leute, finde ich. Bauen wir noch eine Kaserne. Weil am Anfang, wo ich das Spiel installiert habe, war der Zoom irgendwie nur hier irgendwie. Und das ist irgendwie nicht so doll, finde ich. Was haben wir hier? Achso, Bild hoch. Nee, okay. Aber hier wäre zu nah gewesen, wirklich. Also ich wollte ein bisschen rausgezoomt haben. Deshalb jetzt hier so, genau. Aber ich denke, das sollte noch passen soweit. So, Leute, ihr seid hier ein bisschen faul. Okay. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, genau, wir brauchen Einheiten. Wenn wir Einheiten bauen wollen, müssen wir jetzt hier quasi die Gebäude anwählen. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal hier Steinwerfer und Keulenträger. Meine Güte. Das ist ja echt Steinzeit hier. Gut, egal. Nahrungsmittel 30, Gold 30. Gold haben wir nicht, aber Nahrung haben wir zu genügend. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir mal zwei von jedem. So, dann würde ich, dann warten wir die erstmal ab hier. Und jede Einheit kann man, meine ich, auch hier verbessern. Moment, das sehen wir gleich, wenn die Einheiten hier rauskommen. Ihr helft mir beim Futter bitte mit. Ja, genau, die Frauen. Ne? Und der Herr hier, wo ist der Mann? Wo ist der Mann? Na ja, egal. So, Leute, jetzt haben wir hier unsere ersten Steinwerfer-Einheiten. Genau, so sehen die aus. Sau interessant. Hier, Moment, wo ist das? Da ist das Gesicht. Dieser hier. Komm mal her, ich will dich mal in ganzer Pracht sehen hier. Schau euch das an, das Gesicht. So, einfach nur so drauf geklatscht. Aber es ist halt einfach diese Grafik, Leute. Es ist halt einfach so liebenswert, oder? Und genau, jetzt haben wir hier nämlich die Möglichkeit, hier, schaut mal. Das ist doch interessant. Wir können bei jeder Einheit können wir die verschiedenen Fähigkeiten können wir verbessern. Leute, das ist doch mega, mega geil, finde ich. Also, ja. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an hier. Also wir können auf jeden Fall mehr Angriff machen. Ne? Das kostet Nahrungsmittel und Gold. Gut, dann hätte ich gerne, dass sie noch eine größere Reichweite haben, aber da fehlt schon... Was denn? Ach so, noch ein bisschen Nahrung. Okay, Leute, dann bringt mal die Steaks hier rein, los. So, dann bringt mal hier die Kadaver rein. Dann geben wir dem jetzt nochmal hier ein bisschen Reichweite. So. Gut, da wir kein Gold abbauen können, waren das die letzten Upgrades, sag ich mal, für die. Das heißt, die werden ein bisschen stärker sein gleich. Und die hier, die Keulenträger. Wo ist denn hier los, Leute? Achso, ja. Ich finde es gut, dass sich die Musik immer ändert. Die Musik ändert sich immer, wenn Einheiten jagen gehen oder wenn wir gleich kämpfen. Genau, das wird gleich noch mega interessant, Leute. Auf jeden Fall, ja, wir sind jetzt hier die Vorgriechen quasi.
bereiten uns auf einen Seeweg nach Thessalien vor, Leute. Das wird mega spannend, ein mega spannendes Projekt, wirklich. Ach, was freue ich mich schon drauf. Gutes altes Spiel aus dem Jahr 2001. Ach ja, Leute, das ist so mega geil, wirklich. So, wir können noch Keulenträger bauen. Aber eigentlich würde ich die gerne upgraden, ne? Wir brauchen mehr Leute beim Essen, merke ich gerade, ne? Weil irgendwie dauert das mir zu lange gerade. Moment, ihr Steinabbauer? Hier. Genau, die Männer, die sagen was, aber die Frauen machen nur So kann man es auch machen. Hier. Geht ihr mal mit bitte zum Essen hier los. Aber bitte mehr Essen, wir brauchen mehr Nahrung, Leute. Ich möchte die nämlich ganz gerne nochmal ein bisschen upgraden. Genau, Leute. Macht die Tiere kaputt. Das ist so, das sieht so brutal aus, wirklich. Na gut, aber da wird aber gar kein Blut angezeigt, Leute. Will ich das wirklich mit Blut? Aber hier habe ich es an, komischerweise. Na ja, gut. Ich glaube, ich mache die Sounds mal minimal leiser, damit man mich besser hört hier. Ich glaube, das kann ich sowieso mal machen. Eine Sekunde, Leute. Ich mache mal ganz kurz hier einen Aufnahmecheck rein, weil ein neues Projekt und so. Na, aber erstmal würde ich mal sagen, speichern wir das mal. Griechenkampagne, genau. Wir haben einfach mal Griechen. So, das wurde, glaube ich, jetzt gespeichert, oder? Wurde es gespeichert? Es wurde gespeichert, Leute. Gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, mache ich mal kurz einen Aufnahmecheck. Also bis gleich. So, ja, da bin ich wieder. nee, eigentlich alles gut soweit. Nachdem ich jetzt hier die Soundeinstellung ein bisschen angepasst habe, ja, geht das vom Sound her, ne? Und die Aufnahme sieht auch ganz gut aus. Ja, das sollte passen soweit. Okay, cool. Gut, dann würde ich mal sagen, jo, lass uns das jetzt noch upgraden hier alles. Also der kriegt dann hier noch einmal hier den Geschwindigkeit? Habe ich die Geschwindigkeit bei dem hier? Moment, meine Uhr. So, habe ich die Geschwindigkeit bei dem? Nein, ich habe die Reichweite bei dem. Gut, dann können die ruhig... Nein, dann können die ruhig ein bisschen mehr aushalten. So. Los, bring die Steaks hier rein. Oh Mann, Leute. Ah, was wir hier noch haben, Leute? Epoche Steinzeit, genau, wir können in diesem Spiel in andere Epochen aufsteigen. Das heißt, wir könnten jetzt, wenn wir 850 Nahrung hätten, könnten wir von der Vorzeit in die Steinzeit, ja, aufsteigen, quasi uns entwickeln in Form von Kühen irgendwie. Das ist ein bisschen sehr interessant. Aber gut, es ist halt hier so. Und ja, lass den mal ein bisschen mehr aushalten. So. Und ja, allerdings Gott, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, es wäre abgestürzt. Nein, es war ein Autosave, Leute. Dieses Spiel speichert automatisch ab. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, da uns hier das Essen ausgeht. Gesundheit. würde ich mal sagen, jo. Ah, genau, Leute. Schaut mal hier. Hier können wir unsere Formationen festlegen, wie die marschieren. Schaut mal hier. Wenn wir hier einen Pfeil machen, ordnen die sich in einem Pfeil an. Das ist so cool. Wirklich, Leute. Das ist richtig cool gemacht. Wenn wir das so machen, dann ordnen die sich hier so an. Schaut mal. Schaut euch das mal an. Das ist richtig stylisch, das Spiel. Wirklich. Das Spiel ist richtig genial. Also, ich find's mega nice. Wirklich. Aber ich werde als Formation hier eine gerade Linie auswählen. Weil wenn wir jetzt hier die zwei Linien auswählen, dann stellen die sich so immer so komisch auf, oder? Moment. Nö, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir so. Und ja, schaut mal, wir können einen Wirbelsturm kreieren hier. Hurricane 100 Energie. Genau, es gibt hier noch so Religionseinheiten. Der hier, der Kalkas, das ist ja ein Priester, ne? Schaut euch mal, wie der läuft. Das ist der Nisa hier. Schaut euch mal an, wie der läuft, ey. Wie so ein Boss. Da. wie so ein Macker, ey. Naja, gut. Leute, ich würde mal sagen, die Gruppe
gruppieren wir mal nach Gruppe 1 hier. Wir können ja auch Gruppen machen. Und zwar auch wieder 10 Stück. Genau wie bei Dune 2000, Command & Conquer und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, erkunden wir mal das Gebiet hier. Schauen wir mal, was es hier so gibt, Leute. Genau, weil unser Ziel ist ja am Ende, ne, übersitzen und ein anderes Land erforschen. Genau, Leute, würde ich sagen, machen wir das doch mal. Ja, die Laute, die die hier von sich geben, das ist halt alles ein bisschen... Kommen die hier gar nicht hin? Doch. Die sind halt... Die haben halt nur Probleme, bergauf zu laufen. Ja, das ist... Ich verstehe euch schon, ne? Ihr habt keine... Tod den Heiden. Genau. Leute, wisst ihr was? Ich glaube ich... Oder soll ich... Nee, kommt. Genau. Wieder Gesundheit. Und ja, genau. Dann würde ich mal sagen, erkunden wir mal das Ganze hier. Wenn wir hier nämlich jetzt die 800 Fu Essen zusammen haben, würde ich sagen, machen wir mal einen Zeitaltersprung. So, Leute, dann kracken. Das ist ganz schön gebirgig hier, ne? Merke ich gerade. Aber gut, das ist halt in der Westtürkei, glaube ich, spielt das jetzt im Moment noch, ne? Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber könnt ihr mir ja... Oh, hier kommen sie gar nicht hin, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich recht habe mit der Westtürkei. Das wäre mal sehr interessant zu wissen. Ah, hier kommen sie... Hier kommen sie nicht weiter, ne? Nee, nee, hier kommen sie nicht weiter. Schade. Okay, gut, dann... lauft mal hier hin, bitte. Ich möchte nämlich ganz gerne wieder auch hier die ganze Karte erkunden, weil ich... Ihr wisst, ne? Ich in Strategie spielen. Ich habe gerne ganze Karten offengelegt. So, dann wieder Gesundheit. Und ja, meine Güte, also es freut mich wirklich, dass ihr hier bei diesem neuen Projekt dabei seid. Empire Earth, das ist wirklich ein klasse Spiel, also wirklich. Ich habe es auch im Internet noch bekommen. Ja, habe ich mir noch runterladen können, kostenlos. Aber, ja. Ja, genau. Ich freue mich, wie gesagt, hier, dass ich das spielen darf. So, Leute, da würde ich mal sagen... Ayatscha, genau. Gibt es hier noch... Ah, genau, es gibt hier noch eine Erkundenfunktion. Dann laufen die Einheiten alle hier wild durcheinander. Aber ich glaube... Nee, da brauchen wir nicht. Ja, es wird später noch verdammt interessant, das Spiel. Auch mit Panzern und... Laserwaffen und Kanonen. Ja, das wird cool. Das sage ich euch, Leute. Das wird cool. Gut, ja. Die Nahrung hier, die braucht noch ein bisschen, glaube ich. Ne? Wie lange brauchen die noch? Noch genau 230. Okay, Leute, da würde ich mal sagen. Erkunden wir mal noch ein bisschen hier unsere Heimat. Und... Ja, was gibt's noch zu sagen? Also die Musik hier ist mega episch. Also Empire Earth Musik. Leute, was gibt's Besseres, oder? Die Hintergrundmusik ist richtig klasse. Ah, schaut mal hier. Hier haben wir tatsächlich ein Goldvorkommen. Eine Goldmine. Und hier haben wir Troana. Genau, die müssen wir ja angreifen. Die müssen wir ja angreifen. Aber ich würde mal sagen, die Bewohner hier von denen lasse ich mal in Ruhe. Weil ich will keinen Stress, Leute, wirklich nicht. Also noch keinen Stress. Nee, nee. Gut, Leute, dann haben wir gleich die 850 zusammen. Und ja. Ah, hier wäre auch eine Eisenmine. Nee, eigentlich. Eigentlich brauche ich das nicht, Leute. Den Kram brauche ich eigentlich nicht, weil die Einheiten müssten eigentlich schon ausreichen für die Mission. Ja. Ja, Gesundheit. Tod den Heiden. Genau, Tod den Heiden. Die Heiden, die es auch in der Vorzeit schon gab, Leute, wirklich. Gut, ja, wie gesagt, Leute. Ich hoffe, dass das Spiel nicht mehr abstürzt. Ich hatte ein Problem gehabt hier beim Installieren des Spiels, dass es... zwischendurch immer wieder abgestürzt ist, aber ich habe jetzt einen Patch draufgeladen, dass es eigentlich, ja,
nicht mehr vorkommen sollte mit dem Abstürzen. Und ja, was gibt's hier sonst noch so zu erzählen? Also ich nehme es an einem Mittwochabend auf tatsächlich. Also diesmal nicht am Wochenende, sondern... Oh, schaut mal. Diesmal nicht am Wochenende, sondern mal mitten in der Woche. Ja, das ist einfach der Zeit einfach geschuldet, weil ich einfach mal Zeit hatte jetzt mal Mittwoch und... Jo. Ah, seht mal. Hier sehen wir schon Wasser, Leute. Das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall hier hin. Gut, allerdings, ja, würde ich sagen, erkundige ich jetzt noch hier den Rest, ne? Wie gesagt, ich habe gerne hier die Karten voll aufgedeckt. Haben wir hier irgendwo Spielgeschwindigkeit? Moment. Interface? Leider nicht, ne? Ich würde gerne die Spielgeschwindigkeit hochsetzen. Ah, ich glaube, das geht mit Plus. Genau, Leute, mit Plus haben wir jetzt die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hochgesetzt. Genau, und mit Minus kann man die dann ganz wieder runtersetzen, richtig. Das finde ich ganz cool gemacht eigentlich, dass man hier auch die Spielgeschwindigkeit ein bisschen anpassen kann. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht hier. Ja, ja, das Ganze geht ein bisschen schneller. Da ist noch einer von denen. Okay. Wow. Okay. Helft mir, das Dock zu finden, damit ich es übernehmen kann. Das Dock zu finden, alles klar, Leute. Prachtvoll. Sie haben viel Wissen, das wir übernehmen werden. Gut, mach den mal kaputt. Zu bauen. Ah, genau, Leute. Wir wollen selbst eine Stadt bauen. Da haben wir jetzt schon mal den ersten Kampf hier gehabt. Wir sind nur in die Nähe gegangen und schon, Tod den Heiden. Ja. Genau, so sehen die aus. Die Troaner. Die Vorstufe, glaube ich, von Trojaner. Verdammt interessant, muss ich sagen. Und wir können einen Zeitaltersprung machen. Taste H ist dafür da, dass man direkt nach Hause gehen kann. Und genau, wir können jetzt hier in die Steinzeit aufsteigen für 850 Nahrung. Und wir werden angegriffen. Was macht ihr da, Leute? Warum geht ihr in die Türme? Das ist blöd. Das macht man bitte nicht. Einmal nicht aufgepasst, ne? Aber ich finde es hier echt geil, dass man immer eine Meldung kriegt und das dann auf der Karte angezeigt kriegt, wo man angegriffen wird. Das war ja bei Command & Conquer oder Dune 2000 war das ja nicht so komfortabel. Und noch eine komfortable Funktion gibt es hier, man kann mehr als eine Einheit gleichzeitig bauen. Ne, man kann hier Einheitenschlangen bilden, also quasi ja, Auftragsschlangen. Und was haben wir denn hier? Bringen Sie Kalkas zum Dock von Troas. Alles klar, machen wir. Und ja, hier gibt es noch so ein paar Komfortfunktionen. Und zwar kann man hier Pfade festlegen. Schaut mal hier. Wir können die dann danach dahin schicken lassen. Dann dahin. Da können die ein bisschen kreislaufen. Richtig cool. Ja, so ein paar Komfortfunktionen gibt es hier doch schon. Aber ja, ich glaube... kriegen wir schon alles hin. So. Gut, dann mach nochmal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen schneller. Weil ich möchte nämlich heute noch... ich möchte nämlich heute noch übersetzen. Genau, Leute. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Und wenn wir jetzt, wenn wir hier alles erkundet haben, gehen wir auch direkt darüber. Weil wir brauchen jetzt eigentlich auf nichts mehr zu warten. Und wir sind in der Steinzeit, Leute. Wir haben Steine. Schaut euch das an. Und jetzt haben wir hier neue Einheiten. Schaut mal, genau. Jedes Zeitalter bringt neue Einheiten, Leute. Jetzt haben wir hier Speerträger und Samsons. Leute, Samsons, das sind so Belagerungswaffen. Belagerungswaffen der Steinzeit. Ja, die haben einfach einen Stock in der Hand. Und ja, rammen damit dann die Gebäude kaputt. Oh Gott. Autosave. Mach mir keine Angst. Mach mir nicht so eine Angst, bitte, ey. Mann, Mann, Mann. Okay, da können wir nicht hin. Da ist zu. Geht mal dahin vielleicht. Ja. Was macht ihr denn da, hä? Nee, nee, nee. Ah, nee, hier ist zu. Okay. Na, hier ist auch eh Wasser. Schaut mal, hier ist eh Wasser. Tod den Heiden. Gut, Leute. Würde ich mal sagen, jo, haben wir das und wir könnten jetzt theoretisch wirklich noch diese beiden Vorkommen hier besetzen, aber ich glaube,
Ich glaube, nee, die brauchen wir erstmal nicht. Und ja, sagt mal, wie euch das gefällt hier. Also ich finde es sehr geil, dass ich das hier spielen kann. Halt erstmal als Samstagsprojekt. Bis halt Parasite Eve 2 oder Sport zu Ende sind, ne? Dann werde ich das hier zu einem Hauptprojekt definitiv machen. Oh, schaut mal da, da ist ein Schiff schon direkt. Da ist ein Trojaner-Schiff. Direkt kaputt machen hier, los. Direkt kaputt machen. So, Leute. Mit denen haben wir schon mal kurz einen Prozess gemacht hier. Genau, Leute, hier gibt's, hier in diesem Spiel gibt es halt verschiedene Einheitentypen. Ne? Es gibt später noch Pferde. Es gibt hier... Moment, es gibt hier noch diese... diese Speerträger, die sind nämlich gut gegen Pferde. Die sind gut gegen Gebäude. Die Keulenträger sind, glaube ich, gut gegen andere Speerträger. Und die... ja, die Steinwerfer sind, glaube ich, gut gegen Keulenträger. Also hier gibt es so ein Paper-Scissor-Stone-System. Gewisse Einheitentypen haben halt Bonis gegen andere Einheitentypen. So, da wir jetzt hier gerade ankommen, würde ich mal sagen, ja, die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runter. Und hier muss doch jetzt irgendwo der Hafen sein, Leute. Boah, warum ruckelt das so? Leute, was ist denn jetzt los? es hat sich wahrscheinlich wieder ein Avira-Prozess oder sowas gestartet. Und speicher's mal bitte. Speicher das Spiel. Und dann Griechen bitte. Irgendwas ruckelt hier gerade. Irgendwas bringt gerade meine Frames zum Einstürzen. Jetzt ist es wieder da. Okay. Jetzt ist es wieder da. Gut, dann mach mal hier die Bewohner kaputt. Los. Beschmeiß dich einfach mal mit Steinchen hier. Nee, das bringt, glaube ich, nichts. Wir müssen einfach nur den Kalkas zum Dock bringen. Gut, dann macht ihr mal bitte diesen Turm hier kaputt. Da ist das Dock, Leute. Da ist das Dock, Kalkas. Komm mal hier hin in die Nähe. So, Leute. Ihr macht bitte den Turm kaputt. Es sieht so geil aus, wirklich. Ein Steinekrieg. Der Kalkas, der marschiert da so voll ruhig. So, pah. Jetzt da, haben wir einen genau. Dock. Genau. Bauen wir Schiffe und segeln wir nach Thessalien. Bauen wir Schiffe, Leute. Okay. Wir brauchen Schiffe. Alles klar. Segeln wir nach Thessalien. Okay. Wir können sogar einen Kriegsfloß noch bauen, aber wir haben kein Eisen mehr. Schaut mal hier, der will unser Dock kaputt machen. Moment, ich hab gerade eine geile Idee. Nimm mal den Kalkas und mach mal einen Wirbel. Ui, jetzt geht's aber los hier. So, dann mach die mal kaputt da, los. Das sind Keulenträger, Leute. Mach die kaputt! Los. Mach die schneller kaputt. Um Gottes Willen. Hier, du hast doch einen Schlachtruf, ne? Genau. Herakles, mach mal einen Schlachtruf hier. So, der Schlachtruf ist dafür da, dass wir hier Bonis haben, also dass wir unsere Einheiten mehr aushalten. Genau, Leute. Dann würde ich mal sagen, haben wir das geschafft und dann machen wir bitte den Druck. Und du machst jetzt mal bitte einen Wirbelsturm hier rein. Ah, das geht gar nicht. Warum? Ja, toll. Der geht nur dahin. Toll. Das hat jetzt nicht viel gebracht, auf jeden Fall. Hab das jetzt mal gesehen, dass der Gute einen Wirbelsturm erzeugen kann. Gut, Leute, wir brauchen hier viele Einheiten. Ich werde die nicht kaputt machen. Ah, schaut mal hier. Ah, genau, mit weiterem Fortschritt können wir Bonis verteilen auf unsere Zivilisation. Genau, Leute, hier sehen wir jetzt schon mal hier so ein paar Belagerungswaffenmobile, Luftabwehr. Bogenschützen, Bürger- und Fischerboote, Cyborgs, ja genau. Cyborgs in der Antike. Nein. Was brauchen wir denn? Also, ja, Flugzeuge, Leute. Wir haben Infanterie, Distanzangriffe, Schwertkämpfer, wir haben alles dabei, Leute. Richtig cool. Panzer, im späteren Verlauf, Religionseinheiten, Schiffe und allgemeine Sachen. Gut, ich würde mal sagen, da wir gleich die leichten Einheiten brauchen werden, würde ich mal sagen,
Bogenschützen haben wir ja noch keine, ne? Was sind denn unsere Einheiten? Moment, Infanterie, Speerkämpfer, hier. Speerkämpfer auf jeden Fall. Ja, würde ich sagen, gibt ihm einfach mal 25% Angriff dazu. Und ja, hier oben waren ja noch die Bürger, ne? Genau, 30% Angriff. Reichweite, Geschwindigkeit 4. Ah, schade. Gut, komm Leute, ist egal. Ja. Schaut mal hier, wir machen jetzt den Turm kaputt. Genau. Und wir haben hier unser erstes Schiff. Schaut mal hier, wir haben unser Transportfluss. Und ja, wir können die Geschwindigkeit erhöhen von dem Ding. Und der kann 10 Einheiten tragen. Okay. Ich würde mal sagen, ihr stellt euch mal da auf, bitte. Wir brauchen jetzt nämlich alles, was wir haben, um da drüben. Wow, ihr seid ganz schön weit weg, Leute. Gut, dann geht ihr mal bitte zurück. So, wir brauchen euch alle, um darüber zu segeln, weil, ja. Wer kämpft denn hier? Ach, hier oben. Lass den in Ruhe, los. Ja, dass jemand kämpft, das hört man immer an der Musik, Leute. Wenn die Musik so abgeht, dann heißt das, dass jemand kämpft. So, Buhmann, genau. Das ist ein Buhmann-Schiff. Und ja, so Leute, dann würde ich mal sagen, haben wir genug Nahrung. Wir haben allerdings keine Speerträger. Na, das ist ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann wisst ihr was, machen wir die Spielgeschwindigkeit hoch. Ich bräuchte nämlich unbedingt noch ein paar Speerträger für da, weil ich weiß, was da kommt. Und das wird nicht gerade kein Zuckerschlecken, Freunde, das sage ich euch. Und ja, wir brauchen auch noch Holz, Leute. Wir brauchen auch noch Holz. Gut. Dann macht ihr mal schnell... Genau, Leute. An diese Steinbrüche hier können jeweils nur sechs Bürger gleichzeitig. Und ihr seht... Wir werden angegriffen. Ihr seht gleich. Wir werden hier angegriffen. Was zur Hölle macht ihr da, Leute? Ihr sollt hier bleiben. Verdammt nochmal. Oh, warum ruckelt das jetzt manchmal? Das ist ein bisschen blöd, dass das manchmal ruckelt. Also ganz ehrlich. Aber ja gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier... Hier machen wir unsere Anlaufstelle. Sind das alle? Ja, das sind alle. Okay, gut. Ja. Wir brauchen Speerträger, Leute. Wir brauchen dringend Speerträger. Gut, dann würde ich sagen, die 6 nehme ich noch mit für drüben. Bringen sie Erfolg zusammen mit Herakles und Kalkas nach Thessalien. Genau, Leute, dann würde ich mal sagen, baue ich hier noch den ein oder anderen Speerträger. 4 Stück, um genau zu sein. Die warte ich dann noch ab jetzt. Und dann würde ich sagen, nehme ich mir die 4 Speerträger und die 6. Reicht das vom Platz her? 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Moment. Ich kann ja schon mal... Doch. Nein. Ich kann ja schon mal die beiden hier draufladen. So, gehen wir da rein. So. Ach Mensch, warum ruckelt das denn manchmal? So. Wie viel hast du? 6 von 10. Das passt genau, Leute. Wirklich. Das passt fatzengenau. Alles klar. Cool. Ich habe meine 4 Speerträger, oder was? Ah, es waren nur 3. Okay, es waren nur 3, egal. Da schaut er jetzt mal, ne? Den Bonus, den ich hier eben verteilt habe. Haben wir jetzt hier 15 plus 4 Schaden machen die. Oh, Leute, Mensch. Warum ruckelt das manchmal? Stoma. Gut, Leute, egal. Stoma. Genau. Ah, schaut mal, wir können hier noch einen Bogenschießstand können wir auch noch bauen. Interessant. Wir können einen Dock bauen. Was haben wir denn hier? Bauen Sie Transporter und bringen Sie Erfolg übers Meer ins Land Thessalien. Machen wir sehr gerne. Gut, Leute, würde ich sagen, die hier, die hacken weiter Holz. Das werden wir nämlich da drüben definitiv brauchen. Und du kommst nur bitte her. Buhmann.
Und nicht durch den Turm laufen, bitte. Nicht durch die Türme laufen. Carlos. Ihr braucht gar nicht versuchen zu feuern. So, Carlos, komm mal her. Und, ja, genau, Carlos. Und ihr geht mal da rein, bitte. Los. Carlos geht in den Boomer. Ja, das ist ein bisschen bescheuert, aber es ist halt so. Gut, Leute. Wir fahren. Los. Mensch, Leute, das Spiel, das ruckelt. Nicht mehr feierlich. Naja, gut. Ich glaube, weil die Folge schon so lang ist. Gut, Leute, wir haben euch mehr Speed hier gegeben, ne? Gebt dem mal noch ein bisschen mehr Speed, weil ich glaube, wir müssen hier... Wir brauchen hier mehr Speed. So, genau, Leute, weil wir müssen jetzt nämlich einfach hier quer rüber. So, wir überqueren die Ägäis, Leute. Sau interessant. So, dann glaube ich, mach mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runter. Gut. Ich glaube, hier können wir anlegen. Mit D. Oder? Ist das hier? Leute. Ja. D, komm. Endlich. Ja. Wir haben das Land Thessalien gefunden. Sehr gut. Aber wir können nicht überall siedeln. Suchen wir eine Hochebene, wo wir unser neues Dorf sicher bauen können. Ich erkenne den rechten Ort, wenn ich ihn sehe. Alles klar, Leute. Cool, wir sind da. Was haben wir jetzt hier? Finden Sie die Hochebene in Thessalien und bringen Sie Herakles hin. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, machen wir das mal. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Der sagt immer nein, ne? Gut. Carlos. Autosave? Alles klar. Und ja, Leute, wie gesagt, 3 Minuten noch hier. Wir müssen eine Hochebene finden. Alles klar, dann stiefeln wir mal ein bisschen da durch hier. Was ist das denn? Dora. Oh, okay, nee, ich glaube, wir sind hier falsch, Leute. Die Dora, mit denen sollten wir uns nicht anlegen. Ich glaube, die sind noch zu heftig, ja. Gut, Leute, dann müsste die Hochebene hier irgendwo sein. Oder? Moment. Ja, verdammt spannend, also. Wir sollen hier ein Dorf aufbauen, also. Alles klar. Und die sagen uns schon Bescheid, wenn er weiß, wo es ist. Alles klar, jo. Ah, hier ist eine Nahrungsquelle. Okay. Schiffchen, kommt mal hier runter. Doch. Doch. So. Sind wir jetzt hier bei der Hochebene oder was? Da sind noch Dora, Leute. Ja. Ah, hier geht's bergauf, ich glaube. Hier soll unser neues Dorf entstehen. Wir müssen eine Siedlung und eine Kaserne auf der Hochebene bauen, wie wir es in Troas gelernt haben. Eine Hochebene kann man leichter verteidigen. Eine Siedlung mit einer Kaserne, also Leute, schaut mal hier. Gipfel der Akropolis. Hier wird also die Akropolis gebaut, Leute. Das ist sehr verdammt interessant. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen... Doch. Wir bauen hier ein neues Dorf auf. So, mach das mal hier hin. Genau, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben genug Holz, um uns hier direkt eine Kaserne hinzustellen. Aber ich glaube... Was zum Hölle? Genau, Leute, wir haben Pferde. Wir haben hier Pferdegegner. Genau. Genau deswegen... Geh mal weg hier. Genau deswegen habe ich die, Herakles, mein Gebieter, seltsame Krieger von Norden griffen uns an. Sie reiten Pferde. Ein höchst furchteinflößender Genau, genau deswegen, Leute, habe ich die Schwertträger gebaut. Die Schwertträger, genau für die Pferde hier. Weil die Reiter, die sind ziemlich mächtig hier. So, wo sind meine Bürger? Die sammeln Essen, ist doch schon mal ganz gut. So, wir müssen noch eine Kaserne hier bauen. Bau die mal eben kurz auf. Was haben wir hier noch? Bauen sie einen Tempel auf der Hochebene, alles klar. Tempel, dafür haben wir auch genug Stein. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, klingelt meine Uhr jetzt. Oh nein! Hört doch auf! So. Ja gut, die kriegt ihr hin, ne? Jawohl. Sehr gut, Leute.
sollte. Warum nicht der Tempel? Oh, 225 Holz. Das ist schon heftig, ja. Das ist schon heftig. Okay. Gut. Dann brauchen wir hier hinten. Dann brauchen wir einfach nur noch ein bisschen Holz, weil ich glaube, die Mission, die kann ich dann tatsächlich schon beenden. Wenn der jetzt nämlich da gleich reingeht und wir hier die den Tempel aufbauen, ich glaube, dann haben wir die Mission sogar schon. Ne? Die erste Mission. Dann haben wir die erste Mission wirklich schon im ersten Part. Hilfst du mal mit hier? Was für ein Assi bist du denn? Also wirklich. Oder ich meine, dann hätten wir es. Genau. Ein Tempel mit einer Glocke. Ja, ich glaube, wir haben es, oder? Die Zukunft unseres Dorfes ist gesichert. Zähmen wir dieses Land und eignen es uns an. Haben wir es jetzt? So, wir sind erfolgreich übergesiedelt. Ja, wir haben es, Leute. Schaut es euch an. Wir haben uns hier erfolgreich angesiedelt. Und ja, jetzt sehen wir die ganze Karte auch. Also wir haben hier wirklich angefangen. Oh. Oh, hier sind böse Schiffe. Gut, sie haben besiegt. Hier sind die Dore, genau. Und hier oben waren die... genau, hier oben waren auch Dora. Hä? Dora? Ne, Troana. Ach Gott. Ja genau, Troana und hier oben waren die Dora. Schaut euch das mal an, wie viele Einheiten die hier haben. Also mit denen haben wir uns wirklich nicht anlegen dürfen. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal die erste Mission hier schon mal geschafft. Doch. Und ja, machen wir die Spielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer nochmal. Und ja, dann würde ich sagen, speichere das Ganze mal unter Griechen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. So, dieses Spiel beenden. Ja, sehr schön. Mal die Spielstatistik ein bisschen sehen. Also Wirtschaft hier. Die Anatolia, das sind wir. Wir haben das beste Militär vor allen gehabt. Bei Wirtschaft waren die Troaner ein bisschen besser. Und die Dora, die hatten eine bessere Gesellschaft. Kann man jetzt hier alles... ja, alles so nachgucken, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Vor allem, weil auch die Folge gleich vorbei ist. Genau, Leute, das Spiel war kurz abgestürzt. Aber ja, das kam zu einem gut günstigen Zeitpunkt, weil ich jetzt nämlich die Folge werde. Genau, Leute. In der nächsten Folge geht es dann an die nächste Mission, Leute. Krieger des Meeres, da bin ich mal gespannt. Gut, Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschö, tschö.